Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum nächsten Video. Und ja, in dem Video geht es schon darum, wie im Titel gesehen, fünf Sachen, die ich am Dörfer mag, nicht mag. Und ja, ich denke, wir fangen jetzt erstmal mit den guten Sachen an. Und zwar ist etwas Gutes, man ist in der Natur, man ist frei, man hat seine Freiheit. Das sehe ich mega schön, dass du auch. Zum Beispiel, wenn du mit dem Dörf unterwegs bist und am Waldrand kannst du einfach anfahren. Du darfst einfach anstellen, du brauchst absolut keinen Platz und dann kannst du einfach ein bisschen, wenn du Nachrichten beantworten am Handy oder wie auch immer, dann musst du go schiffen. Ja, es ist einfach Freiheit. Dann, es gibt oftmals, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Schweiz auch so ist, aber in Deutschland habe ich das schon gehört, gibt es oftmals Frontblitz. Aber das heisst, mit dem Dörf hast du dann Glück. Dass du vielleicht weniger schnell geblitzt wirst. Das heisst nicht, dass man rasen kann. Was auch ganz gut ist im Stadtverkehr, das mache ich zwar nicht, weil ich kann schiessen, aber vordrängeln. Das heisst, wenn ich jetzt im Fitness fertig wäre und würde heimgehen, dann hätte ich vielleicht statt, keine Ahnung, eine halbe Stunde aus Winterthur, hätte ich dann vielleicht noch 10 Minuten, wie ich einfach vorbeifahren könnte. Was wirklich auch sehr geil ist, weil du im Stadtverkehr schon extrem zwingt, du auch schon, wenn du nur aus der Stadt raus willst. Obwohl ich finde, ich habe es relativ gut, es ist relativ kurz vom Fitness bis in die Stadt raus, aber trotzdem. Genau, dann Motorrad gemeint. Also, ich merke es nur allein schon beim Dörfgottesdienst, wie cool das Dörffahrer sind. Und. Was dafür. Logisch gibt es auch Arschlöcher, aber wie cool, dass die Dörf-Szene ist. Das ist schon. Das merkst du auch bei den meisten Grüssen auch. Ich finde das auch, das gehört auch dazu, wenn man Dörf gekauft hat, dass man auch grüßt und dass man dann gehört zu der Gemeinde. Das ist wirklich. Finde ich wirklich cool. Und man bekommt für wenig Geld viel Spass. Logisch kann man Dörf kaufen für 15, für 20, für 30.000, was auch immer. Aber man kommt schon für relativ wenig Geld relativ viel Leistung über und dann auch viel Spass. Ja, zum Thema Leistung, wie viel Leistung braucht man, das kommt dann noch ein einzelnes Video mal dazu, wie viel PS braucht man tatsächlich für den TÜV. Genau, jetzt kommt Flop. Wetter, nasse Straßen. Also das heißt, wenn du jetzt gehst fahren, bist schön auf deiner Tour, das kennt jeder, der TÜV fährt, und dann schaut man so im Himmel, kommt es noch regnen. Und es kann sein, dass es plötzlich, dass in mir, wo wir eine Tour gemacht haben durch die Schweiz, hat es auf einmal richtigen Platz gegeben. Es war extrem gewesen. Dann haben wir dann aber zum Glück noch ins Hotel können. Aber das ist beim TÜV ein kleines Problem, dass du nie. Dass du, vielleicht ist das auch die Spannung so, das ist ja gut. Aber dass du nie weißt, ja, vor uns jetzt regnen. Genau, dann das nächste ist, wenn du jetzt. Musst du immer, wenn ich jetzt arbeiten muss, muss ich immer so überlegen, mache ich echt noch etwas später. Weil du kannst niemanden mitnehmen. Also das heisst, du kannst vielleicht schon jemanden mitnehmen, aber das wäre schon mal gut, den Helm mit, das ist ja Pflicht. Und dann Dörfkleid. Also du musst wirklich an vieles denken. Du kannst nicht einfach jemanden mitnehmen im Auto. Kannst, komm, steig da ein, chillig, am Abend noch ins Kino fahren, dann erst ziehen. Mit dem Dörf ist einfach schwierig. Genau, das hat auch schon mit dem Thema Platz zu tun, also wenn du in die Ferien gehst. Logisch kannst du kannst du da Tankrucksack haben und Kofferraum, was heißt Kofferraum, einen Rucksack, normalen Rucksack und viel reinmachen, aber da ist trotzdem immer relativ wenig Platz. Da ist auch ein ganz großer Punkt, Thema Gefahr, schlecht gesehen. Also bei mir ist es oft, wenn ich an Kreuzungen fahre oder beim Parkplatz vorbeifahre oder so, oder so am Straßenrand, ich schaue immer extrem, sieht er mich. Weil du hast einfach keine Knautschzone. Du kannst umgefahren werden und das war es dann. Dann liegst du auf dem Boden, hast keine Stahlkäfig, das habe ich schon mal erzählt. Das ist einfach, ja, das ist sehr, sehr schlimm. Es gibt viele Leute, die sagen, das Spital gehört zum TÜV-Fahrer. Also die Zeit im Spital gehört zum TÜV-Fahrer. Aber ich finde, wenn es möglich ist, natürlich sollte man das vermeiden. Und da bin ich extrem drauf, immer am Schauen. Das ist aber auch das Problem daneben bei nassen Strassen, wenn du den Wald fährst,
dass du einfach wirklich ausgeliefert bist an den Weltverhältnissen mit dem TÜV. Genau. Und dann ein grosser Punkt, das habe ich nämlich das Jahr auch nicht gehabt, aber das kommt dann noch, und zwar Thema Schweizer. Das ist eben auch vielmals, was ich finde, dass eigentlich dass viele dass die Autofahrer sollen akzeptieren sollen, dass man im Stau dürfte vorbeifahren. Dass man dürfte filtern, wie ich vorhin gesagt habe, vordrängeln. Ich finde, das ist eigentlich, das sollte eigentlich erlaubt sein. Es ist in vielen Ländern erlaubt, sogenannte Filter zwischen dem Auto durchfahren oder neben dem Auto oder wie auch immer. Aber in der Schweiz ist es so viel, ich weiß nicht, erlaubt. Aber es sollte wirklich erlaubt sein, weil wenn bei 30, 35 Grad und wenn du noch Lederkombi hast, ich habe jetzt kein Leder, aber ich habe auch Schutzkleider, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Genau. Gibt es noch irgendein Thema, wo ich auf etwas drauf zurück will? Geschlecht C? Nein. Platz? Schweizer? Ja, beim Wetter ist es einfach so, es gibt Leute, die fahren das ganze Jahr TÜV. Und dann ist einfach auch ein bisschen das Problem. Erstens mal ist es arschkalt, wenn es dann anfängt zu regnen, bist du instant krank. Oder wenn es dann sogar noch Schnee hat, kannst du nur hoffen, dass du auch lebendig am Ziel ankommst. Also, ja, bis jetzt habe ich sehr Freude am TÜV-Fahren. Ich wollte schauen, dass sehr, sehr, sehr vertiefen bei mir mit den Kursen und mit sonst sehr privat üben. Ja, ich könnte mich auf dem Weg begleiten, wenn ihr das wollt. Ich könnte mich gerne abonnieren, wenn ihr seht, wie das bei mir so weitergeht. Vielleicht kann ich sogar in den Kurs filmen, und das sehen wir ja. Und sonst tue ich einfach mal selber privat mal üben und das dann filmen. Und ja, dann war es das. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao.